Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Wir befinden uns nach wie vor im U-Boot der Pokénapper und ja, mal schauen, wie es heute so weitergeht. Ich kann euch sagen, uns steht einiges bevor heute. Dort drüben dürfte sich dann wohl Azurauge befinden. Wenn wir nur wüssten, welche Taktik sie einsetzen wird. Sind deine Vorbereitungen abgeschlossen? Wie gesagt, einiges und wir starten gleich mit dem nächsten Bosskampf. Bin mal gespannt, wie das so laufen wird. Aber ja, ich bin sowas von bereit. Wie kannst du mir was unter die Augen treten und sagen, dass die Ranger dich fertig gemacht haben und du Reis ausgenommen hast, du Jammerlappen? Reiß aus? Nein, da verstehst du die Situation wirklich falsch, Chefin. Ich habe mich nur so beeilt, um dir Bericht zu erstatten. Ja genau, ganz genau. Genau so ist es. Es käme uns doch überhaupt nicht in den Sinn, das weiterzusuchen. Es ist mir anders im Gedächtnis. Zitat, Doppelpunkt, Gänsefüßchen unten. Dann kommt jetzt meine Geheimwaffe zum Zuge, die dann wäre nichts wie weg. Oder hat es sich etwa nicht so abgespielt? Unfug, du solltest dir wohl ein bisschen öfter die Ohren waschen. Ich habe nicht gesagt, meine Geheimwaffe sei nichts wie weg, sondern, meine Geheimwaffe sei nichts wie hin. Sie spricht die Wahrheit, Chefin. Ich bin ja auch ganz hin und weg von meiner Kollegin. So schön rank und schlank und die Haare sind auch nicht ohne und... Aber ich glaube, ich sollte jetzt so besser meinen Mund halten. Ach ja. Tut mir einen Gefallen und erspart mir dieses Affentheater hier. Also los raus damit, Ranger. Was führt euch zu mir? Jetzt stell dich nicht dümmer an, als du bist. Erzähl uns lieber, was deine Napper im Schilde führen. Womöglich genau das, was ihr befürchtet. Vielleicht aber auch etwas ganz anderes. Wer weiß, wer weiß? Lasst euch doch einfach überraschen. Viel wichtiger ist aber, dass ich noch eine Rechnung mit euch offen habe. Schließlich habt ihr mich ja neulich in jenem Anwesen sehr alt aussehen lassen. Einen Moment bitte. Moment mal! Chefin, mach dir an denen doch nicht deine Hände schmutzig. Die halben Portionen übernehmen wir schon für dich. Ja, es wäre aber auch wirklich ein Jammer, wenn deine wunderschönen Fingernägel im Kampf abbrechen, Chefin. Nicht so schnell. Diese beiden sind doch nun wirklich eine Nummer zu groß für euch. Sag doch sowas nicht, Chefin. Überzeug dich lieber selbst davon, was wir können. Los geht's, Ranger. Okay. Dann wollen wir doch mal. Sehr gut. Mhm. Ah. Pichu, mach du das mal. Also das Kanimani war ja wohl ein Witz. Das Tyrakrok ist vielleicht schon ein bisschen... anspruchsvoller. Geringfügig. Ah, es hat nicht gereicht. Aber das. Ih, mach doch sowas nicht. Also es braucht schon einige Umkreisungen. Also das muss man ihm lassen. Oh, sehr schön, direkt ein Level-Up vom alles entscheidenden Kampf. Das sehe ich doch gerne. Na, da lagst du wohl doch richtig, Chefin. Ich will eine Revanche gegen die beiden. Dass man sich hier aber auch echt um alles selber kümmern muss. Trete zurück in Nieten. Wenn Impergator, das die ganze Zeit hier in diesem engen, unbequemen Unterseeboot eingefercht war, brennt sicherlich darauf, seinen Zorn an euch auszulassen. Macht euch also schon mal auf etwas gefasst, ihr beiden. Hui. Das war ein schöner Auftritt. So, Impergator von Azurauge greift an. Du bist doch... Bist du wütend? Nein, bist du nicht. Praktisch. Braucht aber einige Umkreisungen.
Jetzt bist du wütend. Au, das war genau die falsche Richtung. So gut. Ich ihn aber auch nicht treffe. Oh, weich mir doch nicht immer aus. Es ist gar nicht so einfach, den zu treffen. Ey, so langsam. Oh, es regt mich auf. Warum muss das Ding sich immer genau dann wegbewegen? Ah. Ich treffe es echt einfach nicht. Pichu, rette mich. Bitte. Also prinzipiell ist dieses Impergator echt nicht so schwer zu fangen. Es braucht einige Kreise, es hat ein paar Attacken, aber es ist ja nicht so sonderlich schnell mit den Attacken. Aber es aus diesem wütenden Zustand rauszuholen, macht mich gerade fertig, weil ich es einfach nicht treffe. Oh. Geht doch. Au, verdammt. Entschuldigung, Sneebel. Ich mach das gleich selber. Das dauert ewig. Ah, sehr gut. Meine Güte. Das Ding ist nicht schwer zu fangen. Also ich finde, es hat keine bedrohlichen Attacken. Gut, es braucht ein paar viele Kreise. Aber ansonsten ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Oh, ich habe sogar einen S-Rang bekommen dafür. Gut, ich habe keinen Schaden bekommen. Aber ich habe das echt nicht getroffen mit meinen Pokestärken. Meine Güte. Aber es hat ja alles funktioniert. Von daher gesehen. Wo ist es jetzt eigentlich hingesprungen? So durch die Wand durch? Aber es ist doch völlig unmöglich. Wie konnte mein Impergator nur gegen euch den Kürzeren ziehen? Impergator mag sich zwar in deiner Gewalt befinden und dir gehorchen, aber die emotionale Bindung zu ihm fehlt dir und erzwingen kannst du sie nicht. Ihr könnt halt nichts weiter, als die armen Pokémon mit euren Fangstrahlern einzuschüchtern und so zu euren Marionetten zu machen. Und auf exakt die gleiche Art und Weise wollt ihr euch doch als dieses Lavados schnappen, stimmt's? Was genau bezweckt ihr denn damit? Chefin, er ist am Funkgerät. Er am Funkgerät? Was wäre denn nur zu diesem ungünstigen Zeitpunkt von mir? Ja, Azurauge am Apparat. Hier ist eigentlich soweit alles in Ort. Was? Aber das ist ja... Das kommt jetzt ein wenig plötzlich. Was soll ich denn... Ich hab verstanden. Chefin, alles in Ordnung? Worum ging es bei dem Gespräch eben überhaupt? Das werde ich dir später erklären. Jedenfalls müssen wir uns jetzt irgendwie selbst aus dieser misslichen Lage befreien. Bitte einmal alle herhören. Wir gehen über zu Plan Z. Aber Chefin, hatten wir uns nicht Plan Z für den absoluten Notfall aufgehoben? Würde dir während des Funkgesprächs eben einfach befohlen, Plan Z augenblicklich auszuführen? Also ich muss schon sehr bitten, denkt ihr ernsthaft, dass er in der Position wäre, mir Befehle zu erteilen? Scheinbar doch. Ich habe die Planänderung soeben höchstpersönlich beschlossen. Faltet euch einfach so, als wie wir es vereinbart hatten. Aber es handelt sich doch um einen sehr gewagten Entschluss. Blödsinn, ich habe dich nicht nach deiner einfältigen Meinung gefragt, sondern nach dir einen klaren Befehl erteilt. Also halte hier keine Maulaffen feil. Plan Z beginnt... Jetzt. Jawohl, Chefin. Was ist denn überhaupt vor? Das werdet ihr gleich sehen. Wie auch immer sie hier wegfliegen können. Uah! Besatzung. Alle Mann zu den Luken, genauso wie wir es geübt haben.
Jawohl, Chefin. Uah. Nein, ich möchte meinen Fortschritt nicht speichern. Ja, Plan Z, die absolute Selbstzerstörung. Wir versenken unser U-Boot, in dem wir noch drin sind. Klingt nach einem guten Plan, ne? Nicht. Svenja? Du spielst mir jetzt doch hoffentlich nur einen albernen Streich, oder? Hey Svenja, sag's, dass es nicht wahr ist. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, du hättest dich ernsthaft verletzt. Aber offenbar bestand dieser ominöse Plan Z der Nepper lediglich darin, mit dem Unterseeboot einen Fels zu rammen und dann ausschließlich die eigenen Leute aus dem sinkenden Boot zu retten, oder? Bei so viel Kaltblütigkeit fehlen mir einfach die Worte. Hä? Hast du das auch bemerkt? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Heck des Unterseebootes hätte sich steil aufgerichtet. Nun, wo steckt denn jetzt dein Pichu, Svenja? Pichu? Was war das gerade für eine Stimme? Uah! Ist das in Ordnung, Pichu? Pichu! Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Ich dachte schon, du wärst verletzt. Die Ausgang der Kajüte liegt jetzt leider so weit oben. Azorga und ihre Helfershelfer haben sich schon aus dem Staub gemacht. Was machen wir denn jetzt bloß? Wie? Hast du gerade was gesagt, Pichu? Pichu? Aber das warst doch gerade eben du, oder habe ich mich etwa geirrt? Oh, aber da hat irgendwer eine Leiter herabgelassen. Auf jeden Fall kommen wir so erstmal aus der Kajüte heraus. Pichu! Ja, wir müssen jetzt irgendwie aus dem U-Boot rauskommen, nachdem sich alle aus dem Staub gemacht haben. Möglichst natürlich, indem wir noch die anderen Pokémon mitnehmen, die wir ja erstmal zurückgelassen hatten. Und möglichst ohne dabei abzusaufen. Es ist natürlich perspektivisch jetzt nicht so... Es ist ein altes Spiel. Und es ist ein DS-Spiel. Es ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber wir müssen jetzt von unten nach oben die ganze Zeit. Erstmal hier raus. Uiuiui. Finde ich aber von der Idee sehr cool, dass wir jetzt quasi wieder raus müssen und alles, wie ihr seht, nach und nach geflutet wird und auch alles von der Perspektive her verändert worden ist. Pichu, Pichu! Pichu! Hast du diese Leiter ganz allein? Pichu! Tausend Dank, Pichu! Pichu, Pichu! Pichu! Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Das Unterseeboot ist infolge einer Kollision im Bugbereich leckgeschlagen. Beschleunigter Sinkprozess durch Eindringen enormer Wassermengen. Die Besatzung hat das Unterseeboot binnen 10 Minuten zu räumen. Yay, Zeitlimit! Das heißt, wir müssen jetzt in 10 Minuten hier irgendwie rauskommen. Ich finde schon, dass das sehr dramatisch ist. Also ich weiß nicht, so beim Spielen, man merkt schon, dass es ziemlich ernst wird. Also habe ich zumindest immer so ein Gefühl. Ich wiederhole. Um Himmels Willen, wir müssen auch zusehen, das Boot schnellstmöglich zu verlassen. Pichu! Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Los, du kommst ebenfalls mit uns. Lass uns nun das Boot schnell verlassen. Pichu! Vielleicht haben die anderen Pichu ja die Kajüte nach dem Zusammenstoß verlassen. Wir müssen sie ebenfalls in Sicherheit bringen, bevor wir weg können. Yep. Ja, 10 Minuten Zeit hier rauszugehen. Prinzipiell ist das überhaupt kein Problem. Während den Fangversuchen ist auch die Zeit stehen geblieben, so. Na komm her. Das heißt, da können wir uns alle Zeit der Welt lassen. Ansonsten müssen wir es hier eben rausschaffen. Normalerweise schafft man das ganz gut. Kommt halt drauf an, wie gut man sich anstellt. Aber trotzdem, ich finde schon, dass das ziemlich interessant gemacht ist. Hier komme ich nicht weiter.
Oh, und Janma, die nehme ich auch nochmal mit. Also ich mag die Idee, dass wir uns hier quasi vorkämpfen, dann wird das Ganze geflutet. Die verlassen das U-Boot und wir müssen jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Weil ich mag, wie gesagt, diesen ganzen Perspektivenwechsel total gerne. Und ich weiß nicht, es zeigt für mich auch irgendwie, wie weit die Pokénepper eigentlich gehen. Weil es ist ja schon nicht ohne gewesen, ne? Das einfach mal so zu fluten. Hat ja keiner garantieren können, dass die hier alle lebend rauskommen. Deswegen, also ich finde, die sind zwar bislang auch schon ziemlich bedrohlich gewesen, aber das zeigt auch mal wirklich, dass sie sehr skrupellos sind. Sagst du mal... Ja. Ich hab's echt nicht mit dem Treffen heute. Ich sollte das lassen. Aber wir haben es ja gefangen. Ich weiß auch jetzt nicht auswendig, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Aber nehmen wir das mal mit. Aber irgendwie finden wir ja schon wieder raus. Da komme ich nicht weiter. Da kann ich runter. Das sieht man ganz gut an den roten Pfeilen oben auf der Map. Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Die Pokémon muss ich übrigens nicht alle fangen. Die kommen auch so irgendwie hier raus. Ich meine, die können ja auch fliegen, von daher gesehen. Huch. Nehmen wir das Dramaidon mal mit. Das ist schon so ein bisschen verdächtig. Und natürlich, ihr könnt hier einige Pokémon vor euer Verzeichnis fangen. Aber ihr müsst nicht. Also das U-Boot sinkt ja logischerweise. Das heißt, es ist kein Ort, wo man einfach mal wieder so hinkommt. Also macht euch keine Gedanken, wenn ihr irgendwie Pokémon hier auslasst. Ihr werdet schon irgendwie anders schon drankommen. Was ist mit dich mal frei? Jede Menge Donnergleiter, meine Güte. Huch! Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, dass ich da in ein Pokémon reingeklettert bin. Aber gut, nehmen wir dich auch noch mit. Mehr oder weniger. Huch, ich wollte dich gar nicht mitnehmen. Ich habe jetzt auf den falschen Knopf gedrückt. Ich bin auch schlau. Hallo, Pichu. Pichu! Autsch. Okay, dass da jetzt ein Donnergleiter von oben runterkommt, hatte ich nicht mehr so im Kopf. Kann ich nicht auch einfach... Oh nee, da komme ich nicht rüber. Schade, sonst hätte ich einfach den anderen Weg genommen. Ja, hier kommt Dampf raus und hier fliegen Donnergleiter von oben runter. Das ist sehr schön. Ah, ich bin schon wieder getroffen worden. Dumm. Dabei wusste ich, dass der da runterkommt. Dumm, 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 dumm. Und genau wegen sowas hat man hier so viel Zeit. Oh, komm schon. Das war voll nicht getroffen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man das nicht in der Zeit schafft. Wahrscheinlich muss man dann vom letzten Speicherpunkt aus wieder starten. Meine Güte. Oh, da kam Dampf raus. Hi, Kaumalat. Das ist quasi so ein bisschen wie beim Funkturm. Die ersten Ebenen sind noch ganz nett und dann wird es immer schlimmer mit dem Dampf und den runterfallenden Donnergleitern. Aber das ist eigentlich alles kein Problem. So, dich fange ich jetzt auch noch, damit du aus dem Weg bist. Und dann gucken wir, dass wir hier endlich rauskommen. Ach, du machst da den Angriff. Damit kann ich nicht viel anfangen. Gut. Ich weiß auch jetzt auswendig gar nicht, wie viele Pichu das eigentlich sind, die wir da einsammeln sollten.
Okay. Die Beschriftung ist übrigens auch sehr praktisch, dieses 1, 2, 3 und so weiter, habe ich ja letztens schon erwähnt. Ist beim Fluchtversuch doch ganz gut zu wissen, wo man gerade ist. Das Wasser steigt natürlich auch erst, sobald wir den Raum verlassen, also das ist nicht irgendwie zeitlich bedingt. Sie haben sich anscheinend allesamt nach oben aufgemacht, aber das Boot schaukelt ziemlich heftig. Man hat beinahe den Eindruck, es gleite einem unter Wasserabhang hinunter. Wir müssen unbedingt einen Zahn zulegen, um hier rauszukommen. Pichu, Pichu! Du machst dir Sorgen um die anderen Pokémon, die sich noch hier im Unterseeboot befinden, nicht? Beruhige dich, du brauchst dich nicht aufzuregen. Als ich mich eben umsah, habe ich gesehen, dass sie uns langsam folgen. Wenn es uns gelingt, den Ausgang zu erreichen, dann werden die anderen Pokémon das ebenfalls meistern. Lass uns jetzt aber bitte keine Zeit verlieren. Okay. Oh. Okay, gut, das war nicht sonderlich schwer. Weiter nach oben. Oh, ein wütendes Pokémon. Ich hasse es, wenn wütende Pokémon mich runterschubsen, weil ich mir denke, du willst hier doch auch lebend raus, oder nicht? So. Und dann hier raus. Pichu! Das klang auch jetzt gerade nach dem Wehklagen eines Pichu, oder? Er scheint in dieser Kajüte zu sein. Lass uns nach ihm suchen. Okay. Dann einmal hier runter. Oh, da fliegen Kisten runter. Dann hier wieder hoch, denke ich. Eine andere Möglichkeit habe ich ja eh nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich empfinde diese Fangversuche zwischendurch schon als nervig irgendwie. Weil, du bist dann so drin in der Sache. So, jetzt muss ich da lang, jetzt muss ich da lang und dann kommt irgendein Pokémon. Das ist schon... Ah, da ist... Das Pichu. Pichu! Pichu, Pichu, Schu! Pichu, hier warst du also. Du hast sicherlich große Angst gehabt, stimmt's? Pichu! Aber du bist eine kleine Kämpfernatur. Los, wir wollen jetzt ganz schnell von hier verschwinden. Pichu! Es fehlt immer noch ein Pichu. Es muss hier irgendwo sein. Wir müssen es ganz schnell finden und dann von hier verduften. Und deinen Stab dort, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Okay. Gut, dass man vorher sieht, wo die runterkommen. War noch irgendwie Senior. Das könnte ich vielleicht gebrauchen. Das ist schon ein ausgefallenes Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich später vielleicht noch Ziele beseitigen muss. Ich meine ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Deswegen nehme ich es einfach mal mit. Na, Tackle 3. Mal schauen. Machen wir es mal so. Wie ich auch immer nur Schaden kriege von Sachen, die mir auf den Kopf fallen. Wie im wirklichen Leben. Und raus hier. Ah, sehr schön. Pichu. Pichu, Pichu, Pichu. Oh, Pichu, da bist du ja. Du warst sicher sehr verängstigt, nicht? Aber jetzt sind wir ja da. So, damit hätten wir nun aber wirklich alle Pichu beisammen. Jetzt stellt sich bloß noch die Frage, wo sich der Ausgang befindet. Hat er zu Auge ihre Untergebenen nach der Kollision nicht angewiesen, sich unverzüglich zu der Luke des Unterseeboots zu begeben? Ist doch bestimmt dieselbe, durch die wir hineingelangt sind. Ich kann es ja nicht garantieren, dass sie sich öffnen lässt, aber wir sollten es auf alle Fälle einmal versuchen. Uah, dieses Unterseeboot gleitet ja tatsächlich einen Unterwasserabhang hinab. Pichu, Pichu, Pichu! Schnell, nicht sie ab zu der Luke. Schneller, Pichu. Pichu! Kann ich eigentlich? Klappt das? Ja.
dann mache ich jetzt mal Schluss für heute, weil der Part ist schon wieder recht lang. Dann können wir im nächsten Part unseren Fluchtversuch fortsetzen. Ja, wie gesagt, ganz schön viel, was da auf uns zugekommen ist. Aber irgendwie werden wir ja wohl auch rauskommen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.